Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 29.08.2021. Einen wunderschönen Sonntag, das behaupte ich jetzt einfach. Und wenn wir das uns so machen, dann wird das ein wunderschöner Sonntag, egal wie das Wetter hier mit uns spielt. So, denk an die Wochenenergie, komme deine Kraft. Nach dieser Tagesenergie kommt ja schon die neue Wochenenergie, die am Montag anfängt. Noch ist heute der Tag, wo wir mehr und mehr in unsere Kraft kommen können, mehr erkennen, weil das hängt mit dem absolut zusammen. Und jetzt gucken wir für den Sonntag. Liebe, ach ist das schön, Liebe, 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 Liebe ist schön. Liebe zur Natur, Liebe zum Urlaub, Liebe zum Sein. Mit wahnsinnig viel Energie, leider auch Zweifel, aber allein die Liebesenergie hier ist schon sehr schön. Das geht auch einher mit der Schumanns Energie, heißt die nicht, Frequenz. die spielt nämlich auch ein bisschen verrückt momentan, da kommt viel für uns. Und das ist auch immer schöne Energie, lassen wir gleich mal liegen. Dann schauen wir. Die Liebe gibt uns Stärke und Kraft, unweigerlich. Die Energie können wir jetzt nicht so sehr aus den Emotionen ziehen. Denn Emotionen, habe ich letztes Mal schon gesagt, sind keine Gefühle. Emotionen sind Verkopplungen aus der Vergangenheit. Und da haben wir dann immer Zweifel, weil leider ist es so, dass es viel mehr Kopplungen im Negativen als im Positiven gibt. Ich habe eine positive Kopplung, wenn ich zum Beispiel an meinen wunderschönen Hochzeitstag nachdenke. Ich habe da, keine Ahnung, einen besonderen Duft in der Nase. Den, wenn ich habe, dann denke ich immer an meine Hochzeit und mir geht's Herz über. Das ist eine positive Kopplung. Da komme ich auch nicht im Zweifeln. Doch meistens ist es eine negative Kopplung. Ich habe mich, keine Ahnung, als Zweijährige an der Kerze gebrannt und seitdem, sobald es hier in der Nähe ich diese Wärmeenergie spüre, ich Angst kriege. Das ist eine Kopplung der Vergangenheit und das ist leider meistens der Sache. Die richtige Energie gibt mir wirklich, wirklich Kraft. Die negativen Emotionen rauben mir die Energie und bringen mich in den Zweifel. Hier sind wir am Sonntag absolut in der Öffentlichkeit. Wir sind auch offen, offen für die Liebe, offen für das Schöne, für die Natur, für das Sein. Und hier ist zwar auch der Zweifel am Neuanfang, aber der Neuanfang ist auf jeden Fall da, auch wenn der andere, ein oder andere da noch dran zweifelt, der Zweifel im Raum steht, aber diese positive Energie ist hier viel zu stark, dass dieser Zweifel hier durchbricht. Man sollte nur wissen, dass er da ist, ihn nicht bekämpfen, ihn annehmen und schauen, ist der Zweifel denn wirklich nötig oder überwiegt das andere, dann kannst du den Zweifel einfach auflösen. Leidenschaft, Hingabe, also Hingabe in dem Fall, ist auch sehr positiv und das Blockieren der Schuld in dem Sinn. Ich sage immer, keine Schuld blockieren, sondern Schuld annehmen und loslassen. Doch für kurze Zeit, sage ich gerade für so einen einzigen Tag, ist die Blockade der Schuld nicht verkehrt, einfach um diesen Tag einfach zu genießen. Sich wenn da unterschwellig was ist, weiß man es ja eh. Aber das stecke ich ja zurück oder stecke ich zurück, heißt das nicht. Ich schiebe es einfach mal momentan in eine Schublade, um diesen Tag heute mitsamt seinen Energien zu genießen und mich aufzutanken. Morgen kann ich da hinschauen und durch mit dieser Energie das viel schneller lösen. Denn das muss ich nur anschauen, annehmen und dann einfach loslassen. Annehmen ist halt wichtig und wenn es meine Schuld ist, natürlich fällt es ein bisschen schwerer. Keiner will sich damit beschäftigen, aber sonst bleibt es in dir und zum Schluss kommt es im Körper als Krankheit. Also das ist nicht schön. Folgedessen hinschauen, hilft ja eh nichts. Den Blödsinn hat man gemacht, wenn man meint, selber schuld zu sein. Dann war es einfach so. Man kann ihn annehmen, war so, liegt in der Vergangenheit, ich kann es nicht mehr ändern. Ich lasse es los und fange neu an. Und das ist hier einfach, das lass mal am Sonntag diese Schuld, einfach blockiert diese Schuld, schau sie einfach mal an diesen Sonntag nicht an, einfach um neue Energie zu tanken für heute, die richtig stark ist, diese Energie ist richtig stark und tank, komm in deine Kraft, so wie die Wochenenergie ist, gerade für heute, dass du Montag hier wieder hinschauen kannst
und dann alles gut wird. Eine richtig schöne Energie, auch eine Energie, die Hoffnung macht, weil hier auch der Neuanfang ist, nach dieser Schuld, aber der Neuanfang ist da, in Freiheit, in Liebe. Sehr schön, gefällt mir und freue ich mich drauf. Also morgen diesen Tag genießen, diese Schuld mal blockieren, nicht anschauen und einfach diesen Tag wunderschön sein lassen, auch wenn es draußen regnet und schneit, ist vollkommen scheißegal. Genieße diesen Tag, sei bei dir, komm in deine Kraft für das, was noch kommt. Also, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Habe die Ehre.